Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon The Enforcers. Wir sind ins Team Aqua Hauptquartier eingebrochen. Mal so zu sagen. Und es ist schon merkwürdig, dass absolut keiner hier ist, ne? Na gut, da ist eine Tür und das ist auch der einzige Ort, wo man... Ja, da könnte ich quasi raus. Verdammt! Gar nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Das ist scheiße, ist das. Mir bleibt nichts anderes übrig. Alter, wer kloppt denn da oben? Komisch, früher war es so, dass man dadurch einen HP gekriegt hat. Recht schade. Alter, geht's vielleicht noch? Na gut. Müssen wir ohne weitermachen. Was glaubst du so? Du schon wieder. Wie konnten sie dich nur hier reinlassen? Egal. Ich wette, du würdest nicht wieder gehen, auch wenn ich bitte sagen würde. Nö. Dann nehme ich an, dass du gegen mich kämpfen willst. In der Tat. Du darfst, bevor wir kämpfen, noch über etwas entscheiden. Willst du einen Einzelkampf oder Doppelkampf? Das ist eine gute Frage. Ich bevorzuge den Doppelkampf. Doppelkampf, so sei es. Wo ist überhaupt Lance? Und wozu habe ich jetzt die Sonderbonbons verschwendet? So eine Scheiße. Ach, was soll's. Ich wollte schon sagen, geh hier jetzt nicht down. Okay. Muss man was anderes einfallen lassen. Okay, dann gehen wir auf ein. Danke. Oh, Sharpedo. Das gute Sharpedo. Ne, ich bevorzuge wirklich lieber den Doppelkampf. Gut, Dreierkämpfe sind eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich bevorzuge wirklich die Doppelkämpfe. Ich habe Doppelkämpfe immer geliebt. Nur leider gab es bisher immer zu wenig davon. Was ich persönlich recht schade fand. Na gut, in Smaragd gab es wirklich mehr Doppelkämpfe. Da habe ich das gut gemacht. Aber sonst gab es eigentlich eher wenig Doppelkämpfe. Aber nein. Ich wusste, dass er Kyogre hat. Alter, schlimm genug, dass er überhaupt Kyogre hat. Das andere Legendäre hat er ja auch noch. Gott.
Das ist wirklich nicht gut. Spezialangriff steigt, Spezialverteidigung steigt. Na? Könnte es jetzt down sein? Die Legendäre machen mir wirklich am meisten Sorgen. Von daher ja wirklich viel davon hat, ne? Hm. Ja gut, was wir hier erwarten, das ist eigentlich... Ist es auch Typ Drache? Ich glaube ja, ne? Ich möchte Mangiage haben. Ich möchte wirklich meins haben. Gegenfrage, wie viel hat er noch? So, warte mal. Ah, das ist verwirrt. Machen wir erstmal X-Band fertig. Okay. Weiß zwar nicht, warum ich das so einsetze, aber egal. Ah ne, mehr hat er nicht. Gut. Zeiten leer. Bringt ja nicht viel, ne? Und es regnet immer noch. Das muss ich wieder aufladen. Ja, das war wirklich der Nachteil an Zeiten leer. Ja, war ja klar, dass er irgendwie wieder was mit Token nicht so einsetzt. Können sie grundsätzlich alle gut. Grundsätzlich. Na toll, das hat ja jetzt viel gebracht. Ne, Antique Power setzt er jetzt ein. Und Antikraft. Seit wann beherrschen die alle das? Doch, ich glaube, das beherrscht ihr das. Hat meins, glaube ich, auch erlernt. Weißt du, dass ich dich hasse? Habe ich dir schon mal gesagt. Und du schwatzt ziemlich laut, Hund. Ja, ja, nein, 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 nein. Er hat nämlich einen Kauknochen von mir gekriegt und den nagt er jetzt und schmatzt und... Ich finde ihn ja niedlich. Mahlzeit. Es muss sich aufladen. Ist auch sehr schön, dass es sich aufladen muss. Ja, scheiße, wenn man zu schnell runterschluckt, ne? Aber ein Zeichen, dass es dir schmeckt. Oh, Riemann hat sogar überlebt. Cool. Finde ich sehr schön. Nein, die Alga und Kyogre wurden besiegt.
Na, wie schön es ist, wieder zu verlieren. Alter, nicht so laut. Wie ich sehe, hast du ihn schon besiegt, Tobi. Muss das sein? Ich habe nichts von der Party gesagt. Die Party findet ja auch nicht hier statt. Was? Tobi? Ich bin zwar vorgegangen, aber du bist vorher hier gewesen. Hier. Für dich. Lol. Danke, Lenz. Kein Problem. Hey, was macht ihr da? This is none of your concern. Nee. Concern? Ja, Concern. Was heißt das? Geht dich nichts an. Ach so. Ihr verdammten Rotzlöffel. Respect my authority. Alter. Der Typ ging ab wie ein Zäpfchen. Er sagte, respektiert meine Autorität. Jetzt so komisch auf Deutsch. Übersetzt. Was meint er damit? Das hat mal Eric Cartman bei South Park gesagt. Respektiere meine Autorität! Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was du meinst. Soll du ich unwichtig. Respektiere meine Autorität! Was war denn das? Nichts. Gar nichts. Respektiere meine Autorität! Das schon wieder. Gehen wir einfach, okay? Das ist, glaube ich, besser, wenn wir einfach gehen. Na gut, gehen wir. Respektiere meine Autorität! Okay, dieser Cartman geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Respektiere meine Autorität! Reicht das jetzt nicht mal? Wenn man keine Eier hat. Ich glaube, ich mache mir gerade voll die Filme. Jedenfalls bin ich wieder draußen und hoffe jetzt, meinen letzten Orden holen zu können. Der geheime Tunnel wurde wieder zugeschüttet. So kann Team Aqua keine Schmuggelware in ihr Hauptquartier bringen. Wie auch immer, ich werde jetzt meinen letzten Orden gewinnen. In der Tat, aber bevor wir das machen. Mal kurz gucken. Nein, sind alle aufgeladen. Das heißt, wir können uns schnurstracks auf den Weg in die nächste Stadt machen. Lal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 a. Und das ist doch ein Pokémon. Und es ist ein Wolmer. Wer hätte das gedacht? Ich sicher nicht. Gut, ja, dann würde ich sagen, weiter im Text. Eigentlich wollte ich es fangen, aber was soll's. Alter, sind hier viele kleine Inseln. Level 35, sind zwar nicht viele EP. Aber was soll's? Also ich würde ja gerne noch in dieser Folge in die nächste Stadt kommen. Aber so wie das aussieht und die Pokémon hier ständig auftauchen, wird das wohl nichts. Und ich möchte mal wissen, was der Typ da oben randaliert. Apropos das Gebulle. Dive Ball. Dieses Fleckchen scheint so unscheinbar. Und
Lasst mich doch mal in Ruhe. Ihr miesen kleinen Henne. Ich habe so das Gefühl, als wenn dieser Ort hier noch mal etwas Besonderes, versteckt ist. Ich habe gerade ein echt heißes Fahrrad gekauft. Doch leider kriege ich sie hier nicht weg. Vielleicht sollte ich mir ein fliegendes Pokémon fangen. Du, ganz ehrlich, das wäre nicht schlecht, wenn du dir eins holst. Ehrlich gesagt, könnte ich mal auf die Karte gucken, wo wir uns überhaupt befinden. Tobi, öffne den Pokégear. Pokégear Karte. Alter, wir müssen noch weiter nach unten. Ich glaube, wenn wir jetzt nachher rechts abbiegen, beziehungsweise aus seiner Sicht links, werden wir wohl zur Pokémon-Liga kommen. Runde 524 sind wir bereit. Oh, sieh mal an, ein Perlu. Ja, Perlu hat eigentlich auch so eine schöne Besonderheit. Zwei Pokémon, die sich daraus entwickeln. Mal nochmal Pokémon. Ja, hier geht es nachher nach rechts. Wir wollen aber hier auf Route 525 kommen. Willkürlich einfach ein paar Steine hingesetzt. Nice. Finde ich ja schon nice. Das kann ich auch. Jetzt müsste es irgendwann nach oben gehen. Das heißt natürlich, sobald wir auf der Route 525 sind. Seht ihr, da kann ich mit Sprechen ist wirklich nichts. Ich sollte das Aufnehmen wirklich auf Samstag verlegen. Nein, da könnte ich euch eigentlich mal fragen, was ihr glaubt, wie viele Parts noch ungefähr kommen werden. Nach meinem Gefühl her werden es noch ungefähr um die 15 bis 20 Parts an der Story her. Und dann gibt es ja noch die DLCs. Dieser Stein ist scheinbar nicht zerstörbar. Wieso ist der aber dann da? Das wundert mich ja jetzt. Und es ist manchmal echt schrecklich. Du gehst nur ein paar Meter weit und dann... Oh. Wut und Kotzkrampf. Ja. Es war ja zwar schon am Anfang nervig, aber es war ja vonnöten. Aber jetzt ist es bloß noch nervig. Nur noch nervig. Von ich will gar nicht kämpfen, weißt du? Das ist ja auch in den richtigen Pokémon-Spielen so. Pokémon raus. Nein, wir wollen doch nicht kämpfen. Pokémon wieder rein.
hätte den Weg, den wir gefunden haben, hätte uns eigentlich in die nächste Stadt bringen müssen. Hätte uns dorthin bringen müssen. Naja. Lass mich bloß ein Pokémon Center finden, damit ich das nächste Mal, wenn ich diese Strecke laufen muss. Wieso Pokémon Center? Pokémon Markt will ich haben. Boah! Alter, jetzt ist ja mal langsam gut. Wo ist. Gewalt muss ich auch den Idiotiker, Alter, entscheide ich mal. Willst du nun kämpfen oder nicht? Ich hab's mir hier ja wohl mal gerade schön gemütlich gemacht in meinem Pokéball. Moin. Und da bin ich in eine Sackgasse gelaufen. Na klasse. Ich werde die Folge jetzt noch bis zur nächsten Stadt voraussichtlich machen. Wenn ich hier gequält werde mit den Kämpfen, werdet ihr das auch. Alter, ist das hier ein Labyrinth? Da eine Abzweigung, da eine Abzweigung. Oh. Ist ja sowas von nervig. Da, zwei Schritte gegangen. Zwei Schritte. Naja, nicht gegangen, gelaufen. Wir surfen ja nicht, wir laufen über das Wasser. Wir sind echt gute Ninjas. Oh Mann. Geht's doch mit der Häufigkeit der Pokémon. Jetzt reicht's ja wohl, ne? Definitiv, ich hole mir Top-Schutz. Mir scheißegal, wie teuer das Teil ist. Aber dieser Wasserweg ist einfach nur nervig. Einfach nur. Oh, sehen wir an, ein TikToker. Die schmeckt so, ne? Sag mal, haben wir jetzt nicht mal bald langsam das Ende dieser Route erreicht? Ja, diese Hack-Entwickler wissen, wie man einen auf die Palme bringen kann. Und Nintendo, oder besser gesagt Game Freak im Allgemeinen auch. Würdest du was ausmachen, leiser zu schmatzen? Ja, es macht ihm was aus. Sieh mal. Ein Macht, so. Willkommen. Da, Max Repeal. Scheißegal, wir zeigen die 10.500 mit so was von Schnuppe. Kotone, was machst du denn hier? Geh bitte einen Schritt zur Seite. Und jetzt? Wieso ist sie so ruhig? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin gesurft. Hast du auf dem Weg eine Stadt gesehen? Auf dem Weg?
Du meinst doch nicht mitten im Meer, oder? Es soll eine Insel sein, die ziemlich gut versteckt ist. Nein, ich habe keine Insel mit einer Stadt gesehen. Sonst hätte ich mir die Freiheit genommen und wäre an Land gegangen. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was suchst du denn? Hast du gerade Zeit? Nein, ich muss noch zur Arena. Der Arenaleiter ist gerade nicht da. Also ist keine Herausforderung möglich. Ehrlich? Also gut, ich komme. Wohin eigentlich? Geh einfach in das Haus neben der Arena rein. Dort ruht sich gerade mein Papa aus. Vielleicht kannst du ihm helfen. Bis gleich. Das Haus neben der Arena. Gegenfrage, wo befindet sich die Arena? Weil ich würde gerne vor der Arena abspeichern. Ah, das muss es sein. Ach verdammt, jetzt bin ich ja reingegangen. Komm herein, mein Kind. Cortona hat mir bereits von deiner Ankunft bekannt gegeben, Tobi. Brooklyn Dono. Ich weiß. Ich wollte dir nur helfen. Um was geht es hier eigentlich? Darf ich dir etwas zu trinken geben, mein Kind? Das klang wie eine Hexe. Sie meint dich, Tobi. Oh, nein, danke. Du hattest eine lange Reise. Ach, war doch nichts. Tobi, du willst bestimmt wissen, wieso Cortona dich hierher gebeten hat. Es geht um eine antike Stadt, versteckt hier in Ezekiel. Und ich muss unbedingt dorthin. Ist das die Stadt, von dem du gesprochen hast, Cortona? Ich glaube, ich sollte dir die Geschichte erzählen. Ja, klasse, jetzt gibt's noch eine lange, elendlange Geschichte, oder was? Na gut, dann bringen wir die noch hinter uns und dann beenden wir die Folge. Aber vorher muss ich immer was trinken. Gut, die antike Stadt heißt Lemuria. Es heißt, wer dort lebt, altert langsamer. 10 Jahre außerhalb entspricht genau 1 Jahr in Lemuria. Nur wenige wissen, wie man dahin kommt. Wer dorthin reiste, kam nicht zurück. Wirklich niemand hat es geschafft, da wieder rauszukommen. Viele glauben, diejenigen kommen nicht wieder, weil es dort nur Frieden gibt. Eine Utopie, eine Welt, das unseren Vorstellungsvermögen weit übertrifft. Das Beste kommt noch. Ich suche schon seit langem nach meinem Eltern. Nach längerer Recherche habe ich herausgefunden, dass sie in Lemuria sind. Wirklich? Ja, endlich weiß ich, wo sie sind. Du wirst zum ersten Mal deine Großeltern sehen. Hey, das ist ja der Hammer. Und wie kommt man dahin? Man muss durch das Sea of Time. Ich habe keine andere Wahl. Hör auf ihn, mein Kind. Das ist einfach viel zu riskant. Vielleicht sollte mal jemand erklären, wieso Sea of Time gefährlich ist. Verzerrung von Raum und Zeit. Wie bitte? Wenn man erstmal da reingeht, muss man da durch. Sonst ist man verloren. Man ist von der Außenwelt abgeschnitten und kommt nur durch Hilfe der Lemuria-Djinn raus. Lemuria-Djinn sind Lemurianer, damit das alle verstehen. Ja. Okay, wollen wir das? Wollen wir los? Wir gehen jedenfalls nicht unvorbereitet dahin. Wir müssen doch nur durch Sea of Time, oder? Wenn das so einfach wäre.
Da gibt es einen Haken. Es ist wie ein Labyrinth. Na und? Und da spielt Zeit eine wichtige Rolle. Zeit? Wenn es nicht in der Zeit durchschaffen, wer weiß, was passiert. Oh Scheiße, kann. Respektiere meine Autorität! Okay, ich muss deine Autorität respektieren. Wer zum Henker ist Cartman? Keine Ahnung. Tobi, wenn du bereit bist, komme dann zum Sea of Time. Wir warten dort auf dich, bis du ankommst. Zum Sea of Time kommst du durch enge Steinpassagen in Route 525, das nördlich dann dorthin führt. Versurf dich nicht. Alles klar. Also dann, los geht's. Ja, aber da werden wir erst morgen hin. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid zu Pokémon The Enforcers. Und mal sehen, was uns dann im Sea of Time so alles erwartet. See der Zeit. Ich wünsche euch dennoch einen wunderschönen Abend und haut rein. Ciao.